Hallihallo Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Unboxing-Video von Test.net. Heute habe ich mal einen Baby-Badesitz mitgebracht. Naja, den Cover könnt ihr leider nicht von hier aus sehen, aber ich bin mal so nett und fleißig. Und heb mal gerade meinen Karton an. So, ist von der Firma Rot. So, was haben wir hier für Kleinigkeiten? Das ist ein Badewanneneinsatz. Okay. Auf jeden Fall ist das Produkt made in Germany. Jetzt reicht es aber raus. Da ist dieser Badewanneneinsatz. Und wie ihr seht, ist hier nochmal eine extra Gummimatte. Eine Anti-Rutschmatte. Ja, und dieser Einsatz fühlt sich auf jeden Fall sehr sanft an. Und ja. Sieht auf jeden Fall cool aus. Das kann man gerade mal zur Seite. So, hier ist ein Ablaufschlauch für die Badewanne. Ihr dreht das andere Ende einfach mal unter die Wanne und könnt damit das Wasser abfließen. Jetzt zeige ich gerade mal die Wanne von innen. Wie ihr seht, sind auch zwei Anti-Rutschmatten dran. Ja, also das. Ja, sodass das Baby auch nicht ausrutscht und einen festen Halt hat. Aber ich hoffe, ihr seht das auch. Und wie ihr seht, befindet sich hier das Loch zum Wasser ablassen. Und das kann man hier mit dem Stöpsel ganz einfach wieder schließen. So, was haben wir noch im Karton? Ja, mal gerade mal eine Stange rausholen. Es ist ja ein Gestell und die werden ganz einfach mal aufgebaut. Haben hier eine Klickverbindung, einfach mal Tuffdrücke reinstecke und das gleiche auch beim Rausziehen. Einfach mal ganz easy drücken und wie ihr seht, haben die Füße nochmal hier eine extra Plastikbeschichtung, damit dieser auch rutschfest ist, anti-rutschfest ist. Ja, auf jeden Fall ist die Wanne ganz cool verarbeitet, sieht optisch super aus, macht einen coolen Eindruck und für die Neugeborenen ist das ein super Platz zum Baden und die Wanne geht erstmal in die Testabteilung und ich verabschiede mich. Tschüss!